Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Peggy von Silva. Ich habe heute eine neue Lieferung bekommen, möchte sie mit euch zusammen aufmachen. Es ist also alles noch unverschlossen, da gehen wir gleich mal ran. So. Ich möchte mich übrigens ganz herzlich bedanken bei meinen neuen Abonnenten und natürlich auch bei meinen Abonnenten, die jetzt schon eine Weile bei mir sind. Vielen Dank für euer Vertrauen. So. Zuerst bekommen wir immer ganz viel Papier in der Lieferung. Wenn ihr möchtet, dass ich euch zur Benutzung dieses Papiers was mache, ein Video drehe, dann sagt einfach Bescheid, dann mache ich das sehr gern. So, ich hoffe, das kann man jetzt gut sehen mit dem Inhalt. Ja, ich glaube schon, ja. Gut, und ich werde euch alles einzeln zeigen. Kommen wir erstmal zu diesen Formen. Nennt sich Simply Pressed Modellierformen, Blüten und Knöpfe. Sind hier die Knöpfe. Kann man sehr leicht rauslösen, weil es eben so Silikonformen oder silikonartige Formen sind. Hier sind die Blüten. Ups. Ich hoffe, das kann man ganz gut sehen. So. Das war das eine. Dann habe ich hier mehrfach Schneidklingen wieder mir geholt für mein Schneidebrett. Das finde ich ganz besonders schön, das Schneidebrett, weil es wirklich immer gerade schneidet und auch noch falzen kann. Dann zweimal Embossingpulver, einmal in Aquamarin, glaube ich. Ja, genau. Pool Party in Englisch oder eben Aquamarin auf Deutsch. Und das andere ist Blushing White oder Kirschblüte. Ich packe euch das mal aus, damit ihr sehen könnt, wie die Farbe aussieht. So. Ein schönes Rosa. Und auch. Ja, ein schönes Türkis. Sehr schön, freue ich mich schon. Dann habe ich einmal bestellt die Klebestifte. Hatte ich bisher noch nicht, werde ich mal ausprobieren. Die haben schöne scharfe Ecken, da kommt man überall hin, nehme ich mal an. Also werde ich ausprobieren. Wenn ihr Lust habt, dass ich ein Video mache zum Thema Klebemittel, dann braucht ihr auch nur Bescheid zu sagen. Mache ich gerne. Ich habe schon viele ausprobiert. So, jetzt haben wir hier Mini-Brads oder Mini-Klammern. Oh, ich hoffe, das sieht man. Moment, jetzt muss ich mal aus dem Licht gehen. So, das sind wirklich ganz kleine Klammern, um die an Karten zu befestigen oder ja, einfach dekorativ benutzen. So, dann haben wir hier den Eckstanzer von Project Life. Genau, Project Life Eckstanzer. Sieht man, glaube ich, ganz gut. Den habe ich mir bestellt, weil ich habe zwar auch das Envelope Punchboard, aber ich habe mehrfach jetzt gehört, man darf keine unter 1000 Mal circa scharf stanzen, und dachte ich, weil ich doch so oft die Ecken ja abrunden möchte, dann sollte ich doch wohl vielleicht eine andere Eckstanze noch haben. So, dann habe ich hier einmal Nachfüller für meinen Stamping Mist. Der sieht so aus. Das ist meine kleine Flasche, die ich mir zuerst gekauft habe, und sie ist jetzt ja, zur Hälfte circa leer, und ich dachte, okay, jetzt ist mal der Nachfüller dran. So. Dann, das ist der Snail-Kleber.
Und zwar Permanentkleber. Den kann man hier vorne mit der Spitze abrollen. Auch den kann ich euch einfach mal auspacken. Werde ich eh verwenden. Ihr habt hier so eine kleine Schließe dran und dann könnt ihr hier schon rollen. Also auch da, sollte das interessant für euch sein, mache ich gerne auch mal ein Video zu verschiedenen Kleber und welcher gut klebt und für was geeignet ist. Dann haben wir hier, darauf habe ich mich auch schon sehr gefreut, Dazzling Diamonds oder Diamant Gleißen Stamping Glitter. Jetzt weiß ich nicht, ob man das gut sehen kann. Ich halte euch das mal so hin, dass man das vielleicht einigermaßen sieht. Beziehungsweise ich kann es auch noch öffnen. Ah, naja. So, vielleicht sieht man das so ganz gut. Also auch da habe ich mich schon darauf gefreut, den mal auszuprobieren. So, ich schieb die weg. Was haben wir noch? Ah ja, auch für den Modellierton gibt es jetzt im neuen Frühjahr-Sommer-Katalog das Alphabet und die Zahlen und ein paar andere Formen noch. Und ich dachte, das wäre großartig, das mal auszuprobieren. Und auch das ist sehr flexibel, also freue ich mich, wenn ihr möchtet. Gibt es auch dazu ein Video. Und irgendwo muss da drin auch noch der Ton sein. Werden wir bestimmt noch finden. Ich habe zwei neue Stanzen. Einmal den Stanze Mini Schmetterling. Das ist der kleine. Und Stanze Eleganter Schmetterling. So. Ist jetzt ein bisschen kalt. Es ist wirklich gerade erst angekommen. Deswegen läuft es immer wieder an. Und das sieht so aus. Sieht man das? Ich hoffe. Und dann haben wir noch den anderen. Der sieht so aus. Ich finde es besonders schön bei Stamping Up, dass man die schließen kann, also platzsparend verstauen kann. Auch der läuft an. Es ist wirklich gerade erst angekommen. Vor 5 Minuten. deswegen laufen die jetzt alle noch an. Es ist noch so sehr kalt. So, das sind zwei. Dann, was haben wir denn hier? Habe ich mir noch einen Block bestellt. Und zwar den B. Clear Block B. Den packe ich euch auch mal aus. So, das sind jetzt hier auf jeder Seite noch Zettelchen zum Schutz dran. Also Folien. B aus der Stamping Up Kollektion habe ich außer B auch noch den Block A, das ist der kleine, und den Block G, den schlanken für Sprüche. Also freue mich jetzt auch noch auf den. Ich habe auch aus meiner Zeit vor Stamping Up noch Blöcke, von daher, ja, das schon, aber... Ah, hier sind noch weitere meiner Schneideklingen. Und bisher brauchte ich mir wirklich nur die Schneideklingen bestellen, weil die Falzklinge einfach ewig hält. Aber ich merke, gerade bei Karton gehen die Schneideklingen doch recht schnell unscharf. Und jetzt gibt es dann Nachschub wieder für mich. Ich hatte noch keinen Glitzerkleber und ich habe mir jetzt diesen bestellt. Auch das ist Funkelzauber Glitzerkleber. Ja, da ist es schwierig zu sehen wahrscheinlich, wie der aussieht. Probieren wir es mal so. Weil ich das auch für eine meiner Technikvideos verwenden möchte, folgt dann, denn jetzt ist er da. Dann haben wir hier drin den Modellierton. Simply Pressed Modellierton Weiß, und zwar ist der lufttrocknend. Finde ich ganz klasse. Ja, für eben diese Formen, die ich euch gezeigt habe. Für das werde ich auch ausprobieren. Den kann man auch einfärben mit Reinkern. Reinker sind Nachfüllfläschchen. Nachfüllfläschchen mit Tinte. Sie sehen dann so aus zum Beispiel.
Damit kann man den dann auch einfärben, um diese farbig zu gestalten. So, dann haben wir hier einmal das Designer-Grußkärtchen und Umschläge Farbwunder Set. Das sind Karten und Umschläge. Das scheint mir nicht so leicht aufzugehen, da muss ich mit der Schere ran. Und zwar gibt es die im Moment im Clearance Rack. Und ich hatte eigentlich nicht vor, mir die zu bestellen, aber weil es sie eben im Moment stark reduziert gibt, fand ich die dann doch sehr schön. Dann haben wir hier oben einmal die Umschläge. Und hier unten die Karten. Und die sehen dann so aus. Also innen immer weiß. Es ist Aquarellpapier. Das heißt, ihr könnt das auch noch mit Aquarellfarben gestalten. Dann haben wir hier vier solcher Motive. Vier von diesen. Dann vier von diesen. Vier davon und vier davon. Also fand ich ganz schön, um jetzt mal einfach Karten und Umschlagsets zu haben. Wie gesagt, die waren und sind auch immer noch erhältlich im Ausverkauf. Sehr günstig. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Hier habe ich mir bestellt die Crystal Effects. Kommt in so ein Fläschchen. Will sich nicht öffnen. Hier, mit einer sehr feinen Düse. Ich hoffe, das sieht man. So, damit kann man viele Sachen machen, wie zum Beispiel Wassertropfen oder bestimmte Oberflächen. Ich habe das schon gesehen. So kleine gestempelte Gummistiefel und dann mit Crystal Effects drüber. Dann hat das wirklich so eine Lackwirkung. Also, da bin ich gespannt. Werde ich auch ausprobieren. Dann habe ich hier, nennt sich Rahmen für Schüttelfenster. Das sind also doppelseitig mit Kleber versehene Rahmen. Da braucht man dann nur den Streifen abzulösen. Dann sind die klebend. Und an sich habe ich, glaube ich, dazu auch noch was. Naja, vielleicht auch nicht. Also dann kann man Folie draufsetzen, ein Folienpapier, kann man kleine Sachen da rein tun. Auch das werde ich vielleicht benutzen in meinen Videos. In meinen Stempeltechnik. Dann habe ich mir ein einzelnes Stempelkissen bestellt, nämlich Wassermelone. Das wollte ich so gern haben. Ich hoffe mal, es kommt raus. Das ist so ein wunderschönes, kräftiges Pink an sich. Ja, hoffe. Man sieht das. Dann diese Embossing-Folder oder Prägehefter. Und die habe ich mir bestellt für ein Technikvideo, wo ich sie gern benutzen möchte. Das wird dann jetzt demnächst auch noch folgen, da sie ja jetzt endlich quasi da sind. Und zwar, die wollen nicht raus. So. Einmal, wie kann ich das denn eigentlich? Müsste ich da was Dunkles dahinter haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Nee, die Matte ist auch nicht dunkel drin. Naja, also einmal dieses Muster, ein kleines Rähmchen. Und dann haben wir hier drin noch ein Rähmchen. Upsa. So, sieht man das. Und auch die laufen an, das ist schrecklich. Also, so Rähmchenmuster, hier sieht man das nochmal richtig drauf. Fand ich sehr schön und habe darauf gewartet, weil ich eben sehr gerne noch das mit dem Technikvideo verwenden möchte. So, dann schauen wir mal hier rein, was da noch drin ist. So. Hier sind jetzt meine Kollektion Stempelkissen Pastellfarben. Das stelle ich hier rein und zeige euch die einzelnen. Da haben wir jetzt Blauregen, Ozeanblau, bin ich in der Kamera, nochmal vielleicht so, Blauregen,
Ozeanblau. Hier haben wir Himmelblau. Dann Aquamarin. Wasabi-Grün, Farngrün, Safrangelb, da habe ich mich schon lange drauf gefreut. Dann haben wir Zartrosa, wir haben Kirschblüte, also ich habe, und Kalypso. Ja, also darauf habe ich mich schon lange gefreut. Und die packe ich mir dann separat aus, klebe meinen Aufkleber hier ran und dann mache ich das mal so, dass ich die tatsächlich auch in dieser Kiste lagere. Und zwar ungefähr so, wenn man das so sehen will. Da habe ich hier vorne meine, dann habe ich hier vorne meinen Namen dran und kann das sehen und trotzdem habe ich eine Art kleines Regal. Und wenn ich einen Workshop mache, dann kann ich einfach die Kiste zunehmen, das so mitnehmen. Das finde ich super praktisch. Also darauf freue ich mich sehr. Bevor wir zu dem Stempelset kommen, habe ich mir nochmal diese, nennt sich, Deko-Schablonen Herze und Sterne. Auf der einen Seite eben die Sterne, auf der anderen Seite die Herzen. Die habe ich mir auch bestellt für ein Technikvideo, was ich machen möchte. Das kommt also auch noch demnächst. Zu meinen Pastellfarben, farbigen Stempelkissen habe ich mir noch das passende Papier bestellt. Da hat man immer zwei Blatt in jeder Farbe. Das ist jetzt schwer zu sehen, aber hinten ist das Olypso, vorne ist das na, wie nennt sich das? Hellrosé irgendwie? Gut, muss ich gucken. Also ja, auf jeden Fall nicht Kirschblüte, das andere rosa. So, mal sehen, was wir jetzt hier noch haben. Ah ja, genau, das sind hier genau die Folie. Hier ist die Folie drin, was ich erzählt habe zu den Fensterchen. Zu diesen runden, kann man dann halt eben die Folie draufkleben und dann hat man da ein kleines Fenster, die Fensterfolie. So, jetzt habe ich noch das Designerpapier maritime Muster. Das sollte ich mal öffnen, weil es ist wirklich, wirklich schön. Naja, obwohl, dann wird das Video zu lang. Solltet ihr es sehen wollen, meldet euch. Dann mache ich mal ein Video zu meinen Papieren, die ich habe und zeige euch die alle. So, und hier ist das besondere Designerpapier Zauberhaft. Und das wird man vielleicht nicht wirklich sonderlich gut sehen. Vielleicht, wenn ich es so halte. Und zwar ist das Motiv so ähnlich wie geprägt und wenn man darüber mit dem Schwämmchen geht und Farbe, dann kommt das richtig raus. Ist quasi also ein Weiß auf Weiß Designerpapier oder ein Klar auf Weiß. Es sind auch wunderschöne Motive drin und das gibt es gratis in der Celebration Broschüre ab einem gewissen Einkaufswert. So. Dann muss ich jetzt mal schauen, was ich hier alles habe. Also gekauft habe ich mir das Lovely as a Tree Stempelset. Hat mir schon so lange gefallen. Ja, wunderschön. Und das Ganze als Clear, also ohne Holz. Einfach um es platzsparend unterbringen zu können. Wunderschönes Stempelset. So, gekauft habe ich auch noch Gorgeous Grunge mit den Klecksen und so weiter. Ganz schön, freue ich mich auch drauf. So, ich tue die mal so rum, dann seht ihr die. Dann aus dem neuen Frühjahr-Sommer-Katalog die Frohe Osterbotschaft.
Darauf freue ich mich auch, dann mit Markern das auszumalen. Hier hat man ein paar schöne Sprüche noch. Auch das als Clear. Super schön. Großes Motiv. Sehr schön. So. Dann, worauf ich mich wahnsinnig gefreut habe, der Baum der Freundschaft. Endlich da! Und das ist ein Photopolymer-Stempelset. Hier unten seht ihr neuerdings immer, welche Blöcke ihr dafür nutzen könnt. Jetzt zum Aufmachen. Will nicht so richtig, doch. Also, hier hat man den Baum und schon ein paar andere Ornamente. Und hier dann entweder die Blätter oder Blüten für Frühling. Hier dann noch die Texte. Oh, das muss ich unbedingt ausprobieren. Ich freue mich so sehr. Und das kommt in einer dickeren Hülle. So, mal sehen, was ich mir noch zugelegt habe. Weil manche dieser Sachen habe ich bekommen. Ah, genau, hier. Zu den Stanzen. Und Schmetterlingsstanzen, Papillon Potpourri. Findest du schon wieder? Ups, jetzt muss ich kurz unterbrechen, da mein Mann reingeschneit ist und mitgequatscht hat, quasi reingeredet hat. Das tut mir leid. Aber wie gesagt, ich war beim Papier und Potpourri für die Stanzen, das wollte ich schon länger auch mal haben. Das ist ein ganz süßer Stempel. Ja, kann man für so viele Dinge verwenden, dass ich mich jetzt entschieden habe, mir das doch mal zuzulegen. Ja, jetzt will es sich schließen. So. Weiterhin gekauft aus dem neuen Katalog, früher Sommerkatalog, ist dieses Perpetual Birthday Calendar. Hier hat man die Monatsnamen, so einen Wasserfarbstempel und dann die ganzen kleinen Muster. Ganz süß. Ja, und jetzt klingelt auch noch der Postbote, wenn es denn passiert. Das jetzt alles zusammen. Wir waren bei dem Geburtstagskalender-Set. Also ganz süß. Die verschiedenen Motive und dann eben die Monatsnamen. Freue ich mich auch schon sehr, damit zu arbeiten. So, dann habe ich mir bestellt in Gedanken bei dir. Und zwar vor allem, weil ich eigentlich noch nichts hatte mit in Verbindung zu gute Besserung. Werd schnell wieder gesund, gute Besserung. Ja, sowas hatte ich noch nicht. Man kann das natürlich auch für Trauerkarten benutzen, Anteilnahme in Gedanken bei dir. Ist auch ein wunderschöner Baum und hier noch ein Zweig. Also ein sehr, sehr schönes Stempelset. So, dann habe ich mir bestellt Truly Grateful. Wunderschönes Set, wie ich finde. Die sind so richtig hübsch skizziert, die Stempel. Man hat zwei Sprüche auch noch drin und ich abonniere selber den Kanal von Wendy's Cards und sie hat damit eine wunderschöne Karte gemacht und seitdem ich das gesehen habe, wollte ich so gern dieses Stempelset haben und ausprobieren. Hier ist, das ist wie, fast wie ein Hintergrundstempel, ziemlich groß. Also, sehr schön, nicht nur für den Herbst und dann noch beide Tide. Auch da, also finde ich ganz süß, kann man so viele Sachen damit machen. Dieser große Korallenstempel ist richtig schön, wenn man das mehrfach macht als Hintergrund. Hier hat man auch noch so eine Schrift dabei, die man als Hintergrund machen kann. Also damit kann man eben dann auch männliche Karten machen. Was mich auch sehr freut. Also ja, tolles Set. Freue mich total drauf. So, und jetzt, was jetzt hier noch ist, sind Stempelsets, die ich gratis bekommen habe. Und zwar als Celebration-Artikel und als Gastgeber-Artikel. Dann zeige ich euch zuerst mal die Celebration-Artikel.
Das sind diese. Ich hoffe, ich habe sie jetzt. Mal sehen. Also zuerst einmal so froh. Das ist ein 3-Schritt-Stempel und man hat eben auch noch 2 Sprüche dabei. Finde ich sehr schön. Das Ganze ist Fotopolymer, damit man wunderbar durchsehen kann. Plus man hat hier auch noch eine Nummerierung, wie man sie aufstempeln kann. Ist also wirklich ein toller Stempel. Das gibt es gratis im Moment als Celebration-Artikel. Dann dieser. Habe ich mich auch sehr gefreut. Und zwar der Vogel, die Zitrone. Man kann da so mehrere Zitronen übereinander machen als, als kleinen Ast. Also das ist richtig schön. Und dann mit den Markern, Blendabilities quasi ausmalen. und die Blendabilities sind auch ein gratis Artikel zur Celebration-Zeit jetzt. Und da habe ich mir eben auch diese, das ist Melon Mambo, dachte ich, ja, ausgesucht, um das mal auszuprobieren, denn ich hatte bisher Copics und habe jetzt nicht unbedingt Blendabilities gebraucht, weil ich wollte nicht alle Marker doppelt haben. Aber da es die jetzt gratis gab, wollte ich die gerne auch mal ausprobieren. So, dann haben wir hier zum großen Tag ein schönes Stempelset für Kuchen und finde ich auch sehr hübsche Grüße. Da hat man hier die Kerze, die kann man so oft draufstempeln, wie man möchte. Auch das eben jetzt im Moment ein gratis Stempelset im Katalog, nein, im Celebration, in der Broschüre. So, jetzt haben wir hier noch Wer du bist. Auch das aus der Celebration-Broschüre. Mit schönen Sprüchen. Da haben wir hier, du bist spitze, freue mich für dich, für jemanden Besonderes, Glückwunsch, danke vielmals, bleib wie du bist. Also ganz süße Sprüche und hier oben haben wir auch noch ein Blütenstempelchen. Und mein Lichtblick. Sieht dann so aus, hierfür gibt es auch eine Stanze. Für den Tag und für Herz und Stempel auch. Das sind die Itty-Bitty-Akzents. So. Süßes Stempelset. So, und ich dachte, die anderen wären jetzt alles Gastgeberin-Stempelsets. Ja, genau. Zeige ich euch auch noch. Da haben wir einmal Hello Love. Wenn ihr gerne Gastgeberin sein möchtet und eine Stempel-Up-Party organisieren möchtet, bekommt ihr ab einem bestimmten also Bestellwert von der ganzen Party eben verschiedene oder ein oder so, je nachdem, was ihr euch aussucht, was ihr erarbeitet habt, Stempelset. Das ist jetzt eben Hello Love, ein englisches. Aber trotzdem, ich hatte das noch nicht und ja, ich konnte mir immer noch welche aussuchen. Habe ich das benutzt. Hier hat man auch nochmal so eine Blase und ist ganz süß mit Vögelchen. Dann grandiose Grüße. Auch schön, mal etwas anderes. Mal ein paar größere Schriftzüge, dann eben auch das Gastgeberin-Stempelset. Dann haben wir hier Der Wald ruft mit so kleinen Tierchen, ein paar Sprüche. Auch das ein Gastgeberin-Stempelset. I like you, mit Blüten zum Ausmalen mit Blendabilities zum Beispiel. Auch das. Ein Gastgeberstempelset und grüß dich. Da haben wir hier auch 3 Grüße. Hier können wir noch was reinstempeln. Das kann man zusammen oder einzeln benutzen. Das finde ich ganz schön. Zeige ich euch nochmal offen. Ja, das sind also 1, 2, 3, 4, 5 Gastgeber und 1, 2, 3, 4, 5 plus das weiße Papier, 6 Artikel von Celebration. Das war es jetzt auch insgesamt. Alles ist ausgepackt.
Wie gesagt, ich werde euch das auch nochmal zeigen mit den Blendabilities. Was ihr gerne wissen möchtet, schreibt mir, abonniert meinen Kanal bitte und macht immer noch mit bei dem, bei der Verlosung. Also da werde ich auch einige Sachen dann verlosen für euch. 3 Preise insgesamt. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Eure Peggy. Tschüss.